Ja, moin moin, ihr geiles Gemüse da draußen. Was geht ab? Herzlich willkommen hier beim Team Ladebildschirm mit den alten Bekannten. Ihr seht sie hier. Wandel ist aus gutem Grund nicht hier zu sehen, weil er uns nämlich gleich töten wird. Ich mag euch doch alle gerne. Ich gucke in die Kamera, obwohl ich keine Kamera aktiviert habe. Das ist gut. So, ich mache mal bereit hier. Ihr seht, es ist Dead by Daylight. Wir haben alle keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Für alle, die es nicht kennen, selber Pech, das Spiel ist schon lange genug draußen. Alle, die es nicht kennen, werden es kennenlernen. Genau. Im Grunde ganz einfach mögen oder hassen. Das ist im Grunde ein ganz einfaches Prinzip. Wir vier hier, die ihr jetzt nicht mehr seht, sind einfach Trottel, die versuchen müssen, Generatoren wieder ans Laufen zu kriegen, während ein Killer über die Map läuft und das zu verhindern sucht. Oh, eine geheime Aufgabe. Und wir schauen mal. Gegen die Folge ja, spielen. Das passt das, auch du, gut. Das wird irgendwie eröffnet wie so ein Fußballspiel. Also die gegen die Folge spielen finde ich sehr gut. So. Wir sind gespannt, wie sich die Überlebenden heute vorbereitet haben. Die Aufstellung ist uns noch nicht bekannt. Wir werden sie gleich während des Spiels, werden wir sie erfahren. Die Aufstellung der Überlebenden. Aha, Potthoff ist Stürmer. Vom Trainer des Killers haben wir erfahren, dass er in absoluter Topform sein soll. Davon werden wir uns gleich überzeugen, meine Damen und Herren. Aber jetzt erstmal die neue Karte. Was heißt die neue Karte? Geil. Ein Schlachthaus. Die Karte kenne ich eigentlich schon. Die Karte. Das ist nicht irgendein Schlachthaus, das ist schon irgendwie widerlich. Ah, okay, jetzt haben wir, okay, die Überlebenden sind jetzt, es gab ein Update und das ist, jetzt sind die Überlebenden hier ja. Am Bildschirm. Nicht einfach mal leise sein. Naja. Ja, ihr seid aufgeführt worden. Also ich stehe da mal in der Ecke, ne, ist klar. Also, ja, wir wollen mal. Es ist ein Eckenpin. Schalali und schalala. Ii, was bist du denn Hässliches? Boah, das kannst du jetzt so auch nicht sagen. Rivka hat's erwischt, nein, oder? Ich interpretiere das jetzt mal so. Ja, also oben links ist da so eine Klaue durch Rivkas Gesicht. Bisschen schreien hören, so. Feini, bitte. Dir geht's gut, Potthoff. Yeah! Geht's schon gut bei mir. Da draußen. So, hängen wir eine Runde ab. Ja, ist alles gut. Ganz chillig. Boah, ja. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Was denn? Er läuft in den Schränken, in denen man sich verstecken kann, ne? Ja. Wusstet ihr, dass da drin Äxte hängen? Tatsächlich, ja. Nee, kann ich mich damit verletzen? Welcher Mensch, der bei Trost ist, klettert nicht in diesen Schrank rein, nimmt sich eine Axt in die Hand, sobald die Tür aufgeht, zack! Weil, weiß ich auch nicht. Ja, schön! Schönen guten Abend! Oh Gott! Du hast mich doch gar nicht richtig angeguckt, oder? Bleib ja auch keine Zeit für, du rennst einem ja direkt hinterher! Ja, und haust da... Kannst du trotzdem mal gucken. Schitte. Sieht schön aus, ne? Ja, warte. Bleib mal ruhig. Der ist echt widerlich, ne? ich hab ihn bisher noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich möchte auch nicht. Was ist das denn für eine Verarsche? Ach, Alter, das ist ein Haken, das ist keine Verarsche. Das ist, kannst das du schon... den eigentlich noch weiter weg aufhängen, meine Güte? Ja, oder? Glaubt ihr ernsthaft, ich bin so blöd und fall darauf rein? Ja und B, ja. Weil, ja, dann laufe ich halt mal nach Mappen Süd, ne? Mach das, bis ich da bin. Map. Kannst du eigentlich für einen Gaming-Begriff echt nehmen, ne? Mappen Süd? Dann die Map im Süden. Hier ist einer. Ja. Da ist. Das ist gut. Ja, alles gut. Boah, jetzt fängt das wieder an. Nee. Den weißen Hai einfach, weißt du? Kaki. Kaki? Ja, ich hab aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt. Das ist aber ungünstig. Das ist richtig.
Das ist ungünstig. Warum machst du denn auch sowas? Das ist ungünstig, weil meine Damen und Herren. Ich auch nicht weiß warum. Was macht die denn? Ich komme in den Raum rein, die steht da einfach und rennt nicht weg. Ach so, ja. Ist doch nett. Ist doch nett. Pyjama-Party oder so. Schön. Bin froh, dass ich nicht eingeladen bin. Noch nicht. Stimmt, Samu, du hattest ja noch gar nichts, ne? Ja, ne? Schön. Ja, ich opfer mich für Samu. Ja, stimmt, du hattest noch gar nichts davon, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wenn Wifka jetzt zum zweiten Mal hängt, ob sie dann auch jetzt hier so einen zweiten Streifen da kriegt, neben ihrem Namen. Ja, alles klar, okay. Dann heißt das, dass man schon zweimal gehangen hat. Alles klar. Mein Herz klopft für dich. Wandel. Für wen klopft es denn? Wandel. Fuck. Nicht schnell genug, nicht schnell genug. Er war nicht schnell genug. Ist einfach so krank, der Vogel. Dann ist er tot. Ja, alles klar. Findest du ihn jetzt auch noch? Du findest ihn auch noch? Was bist du eigentlich für eine kranke Sau? Ich glaube, Silo kann bestätigen, dass ich nicht ansatzweise so krank bin wie mein Charakter, der gerade Silo umgebracht hat. Das möchte ich bezweifeln. Ach, Freunde. Oh, du Arsch! Das zweifle ich an. Ja, super. Aua. Ja, Ey. Darauf ein Schluck Kaffee. Gemein. Ja, toll. Ich dachte, die freuen die Kill-Animation. Warum ist Gesicht? Hat das Herz bitte, gereicht? Ach so, du hast... Nee. Doch. Warum? Weißt du, beim Üben, ja, komm, ich lass euch laufen, aber jetzt macht ihr hier einen auf Finisher, oder was? Ah, das war die gute Covid-Info. Also ja, bestimmt. Das, was er in der Hand hat, das ist auch bestimmt dazu da, um irgendwas zu heilen. Hat auch immer ja da in der Hand. Tatsächlich habe ich mir mal die Charakterbeschreibung von meinem Typen durchgelesen. Das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Ja, das ist bei so vielen eine tragische Geschichte. Das ist sehr schön, das hilft mir aber jetzt auch nicht Mitleid. Weiter. Es war halt ein Wissenschaftler, der sich halt aus Versehen selbst vergiftet hat. Ja, dann muss er doch nicht hier aus Frust, weil er zu doof war, irgendwelche Sachen zu entwickeln, muss er doch nicht jetzt andere Leute durchs Feld jagen. Das macht man nicht. Pottoff, guck dir mich mal an. Was bin ich denn damit? Hässlich? Zwing mich bitte. Auch. Zwing mich bitte nicht zu einer Antwort, wollte ich sagen. Pottoff. Ja, bitte. Zwing mich nicht, dich zu töten. Nee, das machst du so, weil so oder so, da kann ich jetzt auch der liebste Mensch zu dir sein. Das machst du sowieso. Also darf ich überhaupt noch reden, wenn ich tot bin? Ja. Why not? Ja, wir spielen ja nicht TTT. Solange du keinen verrätst. Nö, warum sollte ich? Ich weiß nicht, Sile? Denk an Pottoff und den Käsekuchen. Der ist auch schon tot, ja. Ja, ich weiß, dass du tot bist, aber du fühl den bei Discord. Hass. Oh nein. Ich habe gerade kein bisschen von dir verstanden. Ah, ist gut. Samu? Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Oh! Gleich tot. Oh Gott! ja, gut. Ich hab ihn nicht gesehen. Die läuft auch direkt vor dem Haken rum, weißt du? Entschuldigung. Das finde ich tatsächlich momentan an DBD ein bisschen sehr over, weil es stehen einfach überall Haken und der Killer ist sau schnell geworden. Überlebe Thomas. Die Lokomotive oder was? Ja. Chup. die Traitor-Waffe hier hinzugefügt. Habt ihr eigentlich schon irgendeinen Generator fertig gemacht? Also ich frage wirklich, einen. Aber ich kann ja, nicht sehen. Ich habe einen, habe ich hinbekommen. Ansonsten habe ich halt alle Hände voll zu tun hier. Das ist doch ausgezeichnet, Pottoff.
Mhm. Ich freue mich. Lass mich doch meine Güte. Wieso? Ganz kurze Sache. Wenn du an den Haken schon hängst, dann lauf doch nicht 2 Meter weit weg an den Generator, der am Haken ist. Jetzt habe ich das Finishen auch endlich mal gesehen. Das ist schon sehr widerlich. Das ist ekelhaft, ja, oder? Toll, und ich bin jetzt hier alleine auf mich gestellt, oder? Ja, ich hatte vorhin Gras in der Fresse mit Glück. Findest du Luke? Wenn er nicht die nicht schon gefunden hat. Kann ich dir nicht sagen. Ja, auch nicht. Aber ich merke das gar gleich. Wenn er an der Luke steht, richtig. Oder du machst halt jetzt eben noch die anderen 3 Generatoren. Ja, eben. Ja. Mal eben. Komm, das schaffst du. Weil wir ja zu viert schon einen geschafft haben. What? Ich habe auch einen gemacht. Also es sind nur noch... 3. 2. Nein, ich habe einen gemacht, er hat einen gemacht, dann sind es doch 2. Ja, du hast einen angefangen. Nee, ich habe einen fertig gemacht. Achso, ja gut, dann habe ich nichts gemacht. Ich kann bezeugen, also, ich habe tatkräftig geholfen für die letzten 3 Millimeter. Na cool, hi Wandel. Na, wie geht's dir so? Ja, ach, schlecht. Hätte den Generator jetzt aber eigentlich nicht anfangen müssen. Ich kann da drüber springen. Ja. Warte, ja, wollen wir das Spiel eine Stunde lang machen oder was? Nee, weiß ich nicht. Ja. Musst du das jetzt sagen? Jetzt bin ich halt am Arsch, ne? Ja, es ist halt. Was soll ich tun? Komm. Ich weiß halt auch nicht, wo er ist. Hinter dir. Ach komm! Ach, als hättest du mich nicht gesehen. Er hat halt die scheiß Luke gefunden. Und zugemacht. Ja, scheiße, ne? Boah. Wenn du dich beeilst, kommst du noch zum Ausgang. Dann hätte ich eine Ahnung, wo die Scheiße. Ich fang nochmal von vorne an. Jetzt hätte ich eine Ahnung, wo ein scheiß Ausgang ist, Alter. Genau, weil die auch garantiert nicht markiert werden. Ja, doch, die waren markiert, aber Alter, ich hab gerade geguckt, wo du rumspringst. Ich glaube nicht in die Richtung, in die du läufst. Ja, scheiße. Sondern ziemlich genau in die entgegengesetzte oder da, wo er steht. Ja, das. Ich campe tatsächlich nicht an dem Ausgang. Ja, das bringt mir recht wenig. Du kämpfst an einem anderen Ausgang, ne? Ich kämpfe an den Ausgängen. Das bringt mir tatsächlich recht wenig, weil ich habe das Gefühl, ich bin mitten auf der Karte. Ich glaube, du weißt echt nicht, wo die Ausgänge sind, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, pass auf. Sonst zu dämlich. Hinten am Harvester ist einer und vorne an der Scheune. Ich glaube, er weiß jetzt allen Ernstes, wo der Harvester ist, ja? Ich laufe gerade in eine. Ich bin in eine Richtung gelaufen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich nicht höre. Das war knapp. Das war. Alter. Schöne Runde. Der Killer ist geil. Der ist echt. Aber du hattest mich doch schon getroffen. Warum habe ich nicht gelegen? Oder war es ein Perk von mir? Sagst du uns? Alter. Adrenalin, also ich weiß, gerade. Meine Perks haben irgendwie nicht funktioniert. Boah. Ich habe heute übrigens noch einen Killer, den die Wiffka, glaube ich, mal sehr gerne sehen würde. Okay. Ich habe nämlich den Pyramid Head. Ja, du hast die halt alle gekauft. Oder nicht? Nein, nicht alle. Ja. Nur fast alle. Ja. Achso, einen. Stimmt, einen muss ich mir aber auch noch kaufen, tatsächlich. Aha. Boah, Alter, gib mir gerade die Pumpe. Es war so geil, oder? Vor allem, ich sehe dich auf mich zukommen und ich habe noch so einen Millimeter und ich denke mir so, bitte, 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 bitte. Aber ich habe echt gedacht, jetzt, wenn du mich anritzt, dass ich dann liegen müsste. Warte mal, was hat sich halt geheilt, oder? Das ist ja scheiße, ey. Nee, ich hab mich nicht geheilt. Ich hatte so ein Werkzeug. Ich muss mal gerade mal durchlesen. Wurdest du vielleicht geheilt in dem Moment, wo ich die Luke zumache, damit es wenigstens einen Ausgleich gibt? Das gucke ich gerade, ob ich dafür einen Perk habe. Ich glaube nämlich, ja. Adrenalin sehe ich hier. Warte mal.
Ah, guck mal. Du bist erfüllt von unerwarteter Energie, wenn die Flucht kurz bevorsteht. Heile sofort einen Gesundheitsstatus und sprinte mit 150% deiner normalen Laufgeschwindigkeit. Das heißt also wahrscheinlich in dem Moment, wo du die Luke zugeknallt hast, war ich geheilt. Und deswegen konntest du mich anritzen. Ohne dass es mich zum Liegen bringt quasi. Denkt dran, eure Perks und so nochmal und Ausstattung nochmal zu überarbeiten. Ich bin übrigens euer Medic, ne? Ja. Naldo, war da gerade in deiner Gegend, wo du mich aufgehängt hast das erste Mal, noch irgendwie ein Haken, der kaputt war? Nicht, dass ich mich erinnern konnte. Weil eigentlich hatte ich dafür einen Perk, dass ich die sabotieren kann. Konnte ich auch. Und ich bin der Meinung, du hast mich exakt an den Haken aufgehängt, den ich vorher sabotiert hatte. Das wäre ja kacke. Das wär ein bisschen sinnlos. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, dass mein Killer auf jeden Fall einen Perk hatte, der echt mies ist. Aber warte mal ganz kurz, ne? Du bist der Medic, ja? Ja. Wenn du Überlebender bist, gebe ich von aus, ja? Ja, aber denn sonst soll ich dich heilen mit meiner geschärften Klinge? Als Killer weiß ich jetzt nicht. Wäre aber lustig. Du bist verletzt, lass mich dir helfen, Schlitz. Ey komm, der Typ hat eine Spritze, du hast die Finisher leider nie gesehen, ne? Ja, Gott sei Dank. Boah, die sind... Der Finisher ist echt ekelhaft. Hätte ich schon gerne gesehen, tatsächlich. Der war echt widerlich, der Finisher. Was? Nein? Warum? Wir spielen hier übrigens in einem benutzerdefinierten Spiel. Das heißt, die Punkte, die wir sammeln, behalten wir nicht. Wenn wir in einer öffentlichen Sitzung spielen würden, dann ja. Kann ich... Was? Bitte? Was? Ich bin aus dem Spiel geflogen. Das ist doof. Warte, ich schicke dir nochmal eine Einladung. Verstehe nicht, warum. Ich auch nicht. Unknown. Ja, hoch zur Frage. Wer genau ist jetzt Killer? Eigentlich weiter Wandel, aber weil Wifra rausgeflogen ist, ist glaube ich automatisch Wandel hier reingekommen, glaube ich, oder? Ne, der war vorher schon drin. Unten steht nämlich schon ungefähr seit Anfang an, Start mit 0 Killer nicht möglich. Okay. Achso, ja gut. Ich habe glaube ich zeitgleich mit Wifra gewechselt. Hallo, was ist denn jetzt? Nix ist. Ich kann natürlich auch wieder Killer sein. Ja, du machst zweimal den Killer und dann wechseln wir gleich. Ernsthaft jetzt? Ja. Also triff eine weise Entscheidung. Wen hätte ich denn? Warte, wir könnten auch einen Nightmare on Elm Street machen, ne? Ja, Wifka, also wenn du nicht mit uns spielen möchtest, ne? Musst du nur sagen. Ja, ich hab ja auch nur gefühlt 15 Mal genervt. Soll ich die Nummer einladen, oder? Nee, warte, ich melde dich gerade noch. Ich was er für ein Problem hat. Ich habe ja nichts anderes gemacht als beim letzten Mal. Die ging ja auch alles. I don't get it. Den. Okay, hast du dir jetzt die Einladung genommen oder nicht? Willst du mich verarschen? Ja, mach mal bitte nochmal. Ich mach mal. Ey, kein Problem, wir fragen. Ey. Vielleicht, weil ich noch nicht im Spiel war, hat es nicht funktioniert. Maybe. Ich kann ja nicht mehr in Ruhe Scheiße in den Chat schreiben. Bitte? Doch, geht. Ja klar, hab ich jetzt keine Perks mehr. Oh, nee, in Ruhe nicht. Ich wollte das schön untereinander aufgliedern, aber da kommen dann immer irgendwelche Meldungen zwischen. Achso, ja, tut mir leid. Musst du dich bei Wifka bedanken. Entschuldigung. Und bei dir, weil du Scheiße reingeschrieben hast. Das ist richtig. So. Wifka, ja, musst du dann nochmal neu ausstatten, ne? Ja, das ist ja die Kacke. Die Krux an der Sache. Ich hab sogar noch vor dir geschrieben, das war schön. Sieht man irgendwann durch bei den ganzen Perks? Ach, da ist er, den ich gesucht habe. Wieso hast du
Vermisstenanzeige geschaltet? Ja, tatsächlich. Achso. Ich habe einen Perk vermisst. Ein Perk. Ein Perk. Ein Perk. Ich bin ready. 53, vermisst seinen Perk. Ich bin ready, Freunde. Du bist ready. Ich bin ready. Ja, ich bin geiles, ready. Ein geiles Gemüse. Ja, ich möchte halt immer mehr, ne? Ja, komm, hier, keine Ahnung. Fengmin ist auch ready. Fengmin, achso. Fengking, Fengmin, sie könnten eine Band gründen. Nein, ich kann auch kein Instrument spielen. Wer war jetzt Geller? Wandel. Jawohl. Wer sonst? Den, 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 den. Viel Glück. Aha, und wieder eine unbekannte Opfergabe. Was es wohl sein könnte. Der Henker, gut. Alles klar. Ist das Pyramid Head oder was? Du wirst es sehen. Für alle, die Wandel auch ein bisschen krank halten, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich habe tatsächlich immer noch die Nase zu. Ich glaube, ich habe Allergie oder so. Gegen dummes Gerede? Damit hast du dich jetzt eigentlich und alle anderen im Chat beleidigt, außer mich. Ich habe hauptsächlich nur mich damit, aber gut. Das hast du selbst auf die anderen impliziert. Ja gut, aber du sagtest ja nicht dummes Gerede von dir, du sagtest allgemein dummes Gerede. Ich habe nicht allgemein gesagt, ich habe nur dummes Gerede gesagt. Allgemein. Ja, allgemein. Das war ganz schön. Ich bin der Legging King. Das ist das Schöne, dass man das auf der Aufnahme nicht hört, dass ich bei euch im Discord lagge. Aber auf meiner. Legge. Auf deiner ja, aber das ist mega. Das war noch im gerade tierisch lange? Ja. Ja. Okay. Internet X. Aha. Da, Peter Campbell's Kaputt. Es ist einfach schlimm mit dem Typen. Es ist einfach schlimm. Ich habe instant keinen Bock mehr. Willst du mich verarschen? Ja, es ist ein Fest, den Killer zu sehen. Alles klar. Ich glaube, da kann mir Wifka eigentlich zustimmen. Es ist ein Fest, oder guck ihn dir an. Ich kann ihn nicht sehen. Ich renn weg vor dir. Ach, du wirst ihn sehen können. Nein! Guck ihn dir an. Ich meine, sieh ihn dir mal an. Auf Kopf. Dem geht's nicht gut. Das sieht so unbequem aus. Er war halt nicht so schweißmäßig talentiert wie die Entwickler von Darth Vader. Die konnten ihm nicht so einen guten Helm machen. Was ist das? Du kannst mich auch einfach auf deinen Kopf aufspielen, weißt du, oder? Oh Gott. Ew. Vergiss immer, dass ich einen Perk habe. Ist da gerade irgendwie in der Nähe? Der Killer, nee, doch nicht. Doch, hab ihn auch. Jetzt ist er scheinbar weg. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt loslaufen würde, es wäre wenig sinnig. Ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich muss das hier erstmal fertig machen. Ach lol, das ist die Karte von dem Clown. Hm. Boah, man hat doch auch nie Glück, oder? Ach Gottchen! Da schleicht er. Ja, natürlich! Guck mal, Wandel, wir können schöne Fotos machen. Hoppala. Ew. Wir sehen uns. Ich wollte ein schönes Foto machen da. Das hättest du wirklich früher sagen müssen, dann hätte ich dich tatsächlich nicht gekillt. Ja, ich hätte mich einfach nur gerne mal daneben gestellt und geguckt, wie es aussieht. Ja, dann lass mich mal runterwickeln. Warte mal. Komm doch, wir können doch einfach nur eine Runde zusammen abhängen. Ja, ich will aber. Aua! Mann, jetzt habe ich hier Flecken auf der Jacke. Weißt du eigentlich, wie teuer die war? Hast du hier einen Bannkreis? Alter, was machst du denn da? Bist du behindert? Was machst du da? Was soll das? Ich find's gerade irgendwie traurig, dass niemand Wifka hilft. Ja, voll!
Boah, ist das mies. Alter. Ich hab gesagt, bis ich da bin, ist sie tot. Ich find's echt mies, dass dir keiner hilft. Das ist schon gemein, ne? Komm, ich helf dir mal. Was? Achso. Ja, doch, aber ich dachte, du läufst. Ach, nee. Achso, ja. Da kommen die Magenschmerzen immer her. Jetzt verstehe ich das. Ja, kein Problem. Ich freue mich, wenn ich dir dabei helfen konnte. Ah. Problem ist jetzt entfernt, ne? Geht gut. Ja. Ich würde sagen, das war ein Einschnitt ins Leben. Was hast du da eigentlich mit mir getan am Anfang, mit diesem schwarzen Zeug? Das kann ich dir sehr gerne sagen, wenn die zwei mit mir heilen fertig sind. Mal eine kurze Frage, woher zur Hölle wusstest du, dass wir ausgerechnet da sind? Oh, Potthoff. Ich hab dich gerochen, das Blut. Woher du das wusstest? Ich hab mich gefragt, ob du gerade wieder durchdrehen willst. Hat er mit dir auch sowas gemacht, was so einen schwarzen Dumpf oder so gemacht hat? Oh! Das riesige Schwert erwischt sie einmal komplett in der Mitte und sie einfach so, au! Hey. Als hätte Samu Wandel einfach beim Einkaufen getroffen. So, oh, du auch hier! Ja, alles gut. Eigentlich könnte er dich halt auch auf den Kopf aufspießen, ne? Aber ich finde ihn nicht so eklig wie den davor. Das sehe ich ja fast nichts. Du, das siehst du, glaube ich, anders, wenn du hier eine Runde abhängst. Das habe ich schon öfter gemacht. Vielleicht hat sich auch jemand. Samu, lass das! Du solltest nicht immer... Oh, Samu hat aber Glück. Sag es doch nicht so laut! Aber du solltest das nicht so oft gleich machen, also so... Ich finde, du musst nicht gut gehen. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es überhaupt funktioniert, ne? Das halt ist. Das sieht aber ungesund aus, Sam. Ich glaube, ich bin gefangen. Same. Oh, Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Das ist uncool. Ich dachte, ich. Da hat noch jemand nicht aufgepasst. Leck mich doch am Arsch. Du hattest bei mir keinen Pound. Ja, aber du liegst halt auf dem Boden, dann leck ich dich so nicht am Arsch. Ich glaube, das ist ein Perk von ihm, oder? Ja, ach komm. Au. Ja, kannst toll, was soll ich tun? Also irgendwie haben meine Perks schon wieder nicht funktioniert, ne? Ja, ich... Ja, Samu, es tut mir leid. Ja, ich hänge hier so ab, ne? Ja, jetzt nimmer. Könnte er dir überhaupt helfen? Weiß ich tatsächlich nicht. Alter, es ist nicht wahr. Kann es ernsthaft sein, dass ich schon wieder der Letzte hier bin? Ja. Ja, der Letzte, weißt du, gerade Seele befreit. Dann kann es sein, dass ich schon wieder der Letzte hier bin? Ich hab... Hä? Aloy! Nee, du versuch gar nicht erst zu schauspielern. Ich sag auch ja und keiner. Das ist ja komisch, wie seid ihr freigekommen? Was ist denn aber seltsam mit dem Jungen? Halt die Klappe. Du, mein Freund. Du bist hier doch der alle abschlachtet. Unter anderem. Ja, achso, nebenbei strickst du noch, oder was? Ja, wow. Auch. So. Ja, irgendwo muss ja deine Mütze herkommen. Die linke Maschine. Weißt du, wenn alle so, hängen, hat er ja Zeit, weißt so, du? So mit gekreuzten Beinen auf so einem Ohrensessel einfach. So eine Pyramid Head. Strickzeug. Finde ich schön. Einfach so ganz entspannt, weißt du, irgendwo in Silent Hill. Glaubst du auch, ich sehe dich nicht, ne? Natürlich. Ja. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott, wie geil war das denn, bitte? Das war behindert, war das? Mann.
Da ist er wieder, weißt du? Kann das gar nicht sein. Hier geht's auch an, okay. Ja, hast du gedacht, ne? Ich auch, scheiße. Ja, es war klar. Hast du gedacht, ne? Ich auch. Ja, ist. Ich muss da Silo total zustimmen. Die Haken sind hier echt viel zu viel. Das war überall bisher, oder? Anfangs war das irgendwie nicht so schlimm. Nee, finde ich auch. Aber um ehrlich zu sein, stört es nicht nur euch. Oh, ich mein, dieser Schmerz in meiner Schulter ist schlimmer fast schon als mein Herz geklopfe. Ich hab Silo gerade übrigens heilen sehen, das ist schon sehr interessant. Alter, was ist denn das für ein behinderter Perk? Du siehst, wenn sich Leute heilen? Heil mich doch am Arsch, Alter. Was und ist das? Was ist das denn für ein asozialer Perk? Nein, ich hab mich verhaut. Ich hab's verhaut. Beim Heilen. Was, ich find's schön, dass man in einem Ausschlag meiner meine Audiodatei überhaupt nicht sieht, wie meine Tastatur hier hart am eskalieren ist. Ja, das dachte ich auch, als ich auf Leertaste die ganze Zeit gedrückt habe. Alles klar, Alter. Cool, jetzt war's auch raus. Also ich muss ehrlich sagen, ich stimme der allgemeinen Community aber zu, dass die Killer echt auch selbst, auch mit Perks dann noch, echt viel zu over sind. Weil ich meine, wir haben jetzt zwei Runden hintereinander gehabt und beide Male zwei Generatoren geschafft. Ja. Ja. Das ist ja mal richtig mies, dass du so. Wie willst du denn da als Normalsterblicher dann irgendwie überhaupt was machen, weißt du? Und wir haben ja hier Perks ohne Ende. Warum auch immer ich jetzt irgendwie nur Perks habe, die gelb sind anstatt lila. Hä? Egal. So. Also, was definitiv nicht funktioniert, ist Saboteur. Entfessel das Potenzial der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit. Du siehst die Auren von Haken in einem Radius von 56 Metern um die Stelle, an der du einen Überlebenden aufgenommen hast. Schaltet die Sabotagefähigkeit ohne Werkzeugkiste bei Haken frei. Das Sabotieren eines Hakens ohne Werkzeugkiste dauert 2,5 Sekunden. Die Sabotageaktion hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden. Denn der liebe Herr Naldo hat mich erneut an den gleichen Haken gesetzt. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich eine Werkzeugkiste mitnehme, es geht nicht schneller als vorher. Ja, meine Werkzeugkiste, ich glaube, das liegt aber auch an dem, was ich ausgerüstet habe. Das kommt drauf an. Drückst du linke Maustaste weiterhin oder rechte Maustaste? Man muss die linke drücken? Okay, da habe ich nichts gesagt. Ja, stand das irgendwie? Ich nicht durch. Also zum normalen Generator reparieren, drückst du die linke und wenn du einen Werkzeugkasten dabei hast, die rechte. Warum ging das letzte Mal so? Oder habe ich mich da aus Versehen verdrückt? Okay. Gehen tut das so oder so, aber... Okay, probier's nochmal. Ich bin eh mehr verwirrt. Wer ist denn jetzt eigentlich Killer? Ja, wer möchte denn jetzt? Keiner, schön. Streitet euch! Ja, wenn ich, mach ich's halt. Ja, ganz, ganz selbstlos. Mach die Witwe jetzt. So, dann wechsle ich mal. Ich bin euer Medic vorne. Ja, wäre ich so ein Gauner, weißt du? Sehe euch ja immer nicht. Im Staunen. Und weiß nicht, was Control Left heißt. Also komm. Also ich kann euch dem Perk Technikerin sehr ans Herz legen, übrigens. Der sorgt nämlich dafür, dass ihr die Geräusche, die du bei der Reparatur verursachst und die Distanz, in der sie zu hören sind, sind um 8 Meter verringert. Und die Explosion des Generators wird unterdrückt, sprich, wenn ihr einen Fähigkeitencheck versaut, dann explodiert er dabei nicht. Wir sind so gut, wir versauen die nicht. Achso, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann brauch halt nur ich den Punkt. Ich habe tatsächlich heute noch keinen einzigen Fähigkeitscheck, bis auf eben den einen, den der Naldo vorhin gesehen hat, verhauen. Hör auf so zu lachen, du bist Überlebender. Ich lache ja wirklich. Ja. Echt widerlich, ne? Widerlich. Ach ja.
So. Wivka ist ja ihren Killer eben kurz am Basteln. Mhm. Na, das kann ja jetzt dauern, ne? Aufnahme läuft noch. Ich versuch schon einfach irgendwas auszuwählen. Mach in Ruhe. Ich schreibe mir jetzt die Zeit auf und dann mache ich da einen Cut einfach. Dann mach du in Ruhe deinen Killer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir von Wivka geschnetzelt werden. Bis gleich. Vielleicht.